Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, Freunde, gibt es mal ein Video zu einem Thema, was echt lange erwartet wurde, nämlich zu dem Vintage USA Drop. Ihr wisst, ich habe demnächst viele Sachen aus den USA bestellt und daraus auch so einen kleinen Drop zusammengestellt, der dann wie immer auf Supersoft Archive rauskommt. Das schon mal vorab gesagt, Supersoft Archive gerne folgen, falls ihr den Drop nicht verpassen wollt. Ich zeige euch gleich die Pieces, sage dazu nochmal was, wie es preislich ungefähr aussehen wird. Das heute zum Video so. Ich hoffe, dass da einige Interesse finden können. Wäre natürlich sehr nice. Und genau, dann würde ich sagen, wie immer könnt ihr mich natürlich mit einem Like, mit einem Abo hier auf dem Kanal kostenlos unterstützen. Würde mich natürlich sehr freuen. Und dann fangen wir jetzt auch mit dem Video an. So, Freunde, bevor wir jetzt gleich zu den Klamotten kommen, die Sachen werden, wie gesagt, auf Supersoft Archive rauskommen. Einfach per DM könnt ihr da bestellen. Und genau, ist, denke ich mal, ganz easy zu bestellen. Ihr schreibt mir einfach, Maße und so wird alles dabei sein. Das heißt, im Normalfall sollte da eigentlich kein Fehlkauf dabei sein. Ihr seht da alle Größen, die zu einem Piece gegeben werden müssen. Und somit kann man eigentlich, denke ich mal, Fehler vermeiden, beziehungsweise einfach Unverständlichkeiten. Und zu den Produkten, die sind zu 100% aus USA. Was heißt das Ganze? Zum Beispiel bei Levi's Jeans heißt es, dass da extrem gute Qualität am Start ist. Die kann man null mit den Levi's Jeans aus Deutschland vergleichen. Erstens viel bessere Qualität, dann einerseits auch diesen Vintage-Flair, dass die Sachen schon gerockt wurden und dadurch einfach ein paar Flaws haben, die meiner Meinung nach ganz gut aussehen und dem Outfit so einen kleinen Touch verpassen, dass es nicht ganz so basic aussieht. Das ist halt sehr nice, gerade wenn man es kombiniert, Vintage Levi's, Vintage Fruit of the Loom Sweater, unglaublich nices Outfit, gerade auch für den Sommer, etwas wärmere Tage, top. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal die Pieces durch. Ich habe ein paar Stück am Start, deswegen würde ich sagen, quatschen wir nicht so lang. Ich gehe die Pieces etwas schneller durch. Wir fangen mal hier mit dem ersten Piece an. Ich weiß nämlich gar nicht, was mich da erwartet immer. Genau, wir haben hier zum Beispiel das erste Piece. Einfach ein Sunfaded Blank. Blank ist einfach ein Essential für den Sommer, meiner Meinung nach. Was haben wir hier? Wir haben ein Sunfaded Shirt aus den USA. Tagless, also kein Tag, ihr seht, kein Tag am Start, plus Single Stitch, das heißt hier am Kragen eine Naht und allgemein gibt es so einen besonderen Vibe, wenn es Single Stitched ist. Wenn ihr nicht wisst, was der Unterschied zwischen Single Stitched und normalen T-Shirts ist, dann könnt ihr mal googeln, dann seht ihr da auf jeden Fall ein paar Unterschiede. Finde ich halt immer noch so einen niceren Vibe. Und das Shirt zum Beispiel ist jetzt eine M. Ist auch Top-Qualität, echt etwas schwererer Stoff. Plus Sunfaded, das heißt, wenn ihr hier mal das Schwarz von meinem T-Shirt vergleicht, dann hat man hier eher so ein ausgeblichenes Schwarz. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Blanks kann man immer gebrauchen. Erstes Piece hier. Dann machen wir weiter mit einem Vintage Hoodie. Auch sehr nice Piece, muss ich sagen. Bei den Pieces, muss ich auch noch anmerken, mache ich im All in All, mache ich da vielleicht 10, 20 Euro Gewinn dran, also wirklich nichts. Das ist der einzige Grund, wieso ich die Pieces verkaufe, ist, weil die zum Großteil mir entweder zu klein oder zu groß sind. Nicht nur, also es gibt auch Pieces, die mir passen, die ich einfach einfach just for fun raushau, weil ich nicht so viel im Kleiderschrank haben möchte, aber es sind auch Pieces dabei, die mir einfach zu groß oder zu klein sind, die ich dann nicht auf unnötig nochmal teurer mache. Da könnt ihr mir auf jeden Fall vertrauen, dass ich euch da nicht abziehe oder so, ich mache da wirklich null Gewinn. Und das ist zum Beispiel ein Vintage Hoodie, der ist unglaublich nice, etwas gräulicher, hat hier auch so eine Pocket. Ich weiß gar nicht, hat der einen Tag am Start? Ja, ist von Jerseys, auch nice Marke so für Vintage Stuff. Also wenn ihr hier mal die Nähte anguckt, das ist halt, das macht es aus, so meiner Meinung nach, dieses ganze abgeuste so. Das hat einfach einen sehr nicen Flair, meiner Meinung nach. Auch ein sehr nicer Hoodie. Ist jetzt ein bisschen blöd, euch das so zu zeigen. Die Produktbilder werden da auf jeden Fall besser. Sehr nicer Hoodie. Dann machen wir weiter mit einem Sweater. Ich muss sagen, Sweater gefallen mir mit am besten. Wir haben hier einen Sweater von Fruit of the Loom. Genau, hier Fruit of the Loom. Size L steht hier, ist eher eine S.
ja, auch sunfaded. Also hier, wenn ihr das vergleicht mit dem Schwarz, sieht man auf Cam, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied. Ist ja auf jeden Fall etwas ausgeblichener. Hat auch diesen etwas komischeren Cut. Beziehungsweise ich feiere den sehr. Das heißt, dass man hier an den Ärmeln keine Naht hat, sondern dass es hier so quer ist. Also ihr seht, diese Naht ist so nicht üblich. Das finde ich sehr nice. Macht einen sehr nice Look. Top Qualität, also fühlt sich echt richtig smooth an. So. Auch Toppies für etwas kältere Abende. Sehr nice. Und dann kommen wir auch schon zu noch an dem Sweater. Genau. Hier haben wir auch noch einen Vintage Sweater, auch sunfaded. Bloß einfach ein L, genau, etwas größer für die Leute, die etwas breiter gebaut sind oder einfach größer sind. Hier hat man dann noch so ein Tag, finde ich auch sehr nice, mit von der Waschung bzw. von dem Ton. Einer meiner Lieblings-Pieces, finde ich auch sehr nice, wie schon bei dem Sweater davor, für Sommerabende extrem nice. Und dann kommen wir jetzt auch zu den Levi's Jeans. Und hier ist ein Piece, was mir unglaublich gut gefällt, was ich absolut nice finde. Und zwar hat man hier so eine beige Jeans. Sieht man echt selten, beige Jeans, USA made natürlich. Ihr seht, das Tag hat auf jeden Fall schon einiges mitgemacht. Auf die Sizes nicht vertrauen, da werde ich noch eigene Sizes hinzufügen. Das ist zum Beispiel eine W32 L31, also circa das, was hier drauf steht. Man denkt jetzt so vielleicht, okay, das ist eine beige Levi's. Wenn man hier aber die Details anguckt, also die ganze Farbe, die hier am Start ist. So, ich versuche euch das so gut wie möglich zu zeigen. Hier zum Beispiel hat man so nice Farbspritzer, einfach no homo, die das Ganze einfach noch sehr nice aufwerten, meiner Meinung nach. Sieht jetzt vielleicht auf Cam nicht so special aus, wie es im Endeffekt aussieht. Ich finde das Ganze sehr nice. Und allgemein so eine Levi's Jeans in beige hat einfach noch so einen nice Vintage Flair und auch eine der besten Pieces, muss ich sagen. Sehr nice Hose. Und dann kommen wir auch zu der zweiten Levi's Jeans. Leider nur zwei diesmal. Vielleicht beim nächsten Job, falls einer kommt, vielleicht ein paar mehr am Start. Und zwar haben wir hier eine graue Levi's. Im Endeffekt eigentlich genau die gleiche wie die. Vom Fit müssen es auch genau die gleichen sein. Genau, auch W32, L31. In so einem Black/Grau. Finde ich unglaublich nice. Was ich vergessen habe zu sagen, ist, dass man hier natürlich den Released Hem hat. Also hier, das ist, also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich finde, das sieht unglaublich nice aus. Top. Einfach crazy. Diese Details hier, das kriegt man nur so bei Vintage Pieces so krass hin. Und genau dasselbe hat man auch bei der grauen. Die, muss ich sagen, ist sogar noch ein Stück nicer, wenn ich ehrlich bin. Hier hat man natürlich auch den Released Hem. Bitte guckt euch auf jeden Fall auch die Produktbilder an, die auf Supersoft Archive rauskommen. Da sieht man das Ganze natürlich noch ein Stück besser. Hier hat man einfach eine Levi's Jeans in so einem Grau, die auch etwas mehr durchgemacht hat. Hier mit dem Tag, mit dem roten Levi's Tag. Und Colorway finde ich extrem stark. Finde ich sogar ein Stück nicer als die beige. Und auch ein sehr nices Piece, muss ich sagen. Graue Levi's, USA made. Top. Das war's mit der Tasche hier, oder haben wir hier noch was? Dann hole ich mal jetzt die letzten Pieces. So, hier haben wir dann nochmal einen Sweater in so einem Olivgrün. Finde ich unglaublich nice. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Bei dem und noch ein paar anderen Pieces, die jetzt kommen, bin ich mir nicht sicher, ob ich die drop, weil ich die einfach so krass finde, dass ich noch nicht weiß, ob ich die hochlade oder nicht. Da muss ich gucken. Bei dem ist halt der Farbton crazy. Also der Farbton, muss ich sagen, crazy, 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 ist auch eine M, Raglan, finde ich unglaublich nice und könnte ich mir auch vorstellen, daily zu rocken, das Ding. Dann haben wir hier auch nochmal einen Sweater, den ich unglaublich oft gerockt habe. Das ist auch ein Raglan, müsste das sein. Ja, auch eine M, einfach sunfaded Sweater. Sieht einfach crazy aus mit einer Levi's, mit einer Baggy Pants. Finde ich, hat man da schon sehr ein crazy Outfit. Und ja, Raws. Beziehungsweise einfach Blanks, kannst du nichts mit falsch machen. Und jetzt das Piece, was ich so mit am nicesten finde, wo ich echt noch struggle, ob ich es hochlade oder nicht. Das ist einmal dieses USA Vintage Tee, hat keine Marke, beziehungsweise Screen Stars Best, keine Ahnung, was das für eine Brand ist. Auch M, passt mir perfekt. Unglaublich nicer Print, hat auch einen sehr, sehr krassen Farbton, plus Single Stitched.
crazy. Also das ist, glaube ich, das beste Piece hier. 10 aus 10. Clifford Twins, Galesburg. Finde ich sehr crazy. Hat hinten keinen Print. Und habe ich auch sehr oft gerockt die letzten Tage. Habe dafür auch ein paar Komplimente bekommen. Unglaublich nice Piece. Und dann haben wir hier noch so ein... das ist wirklich so von der Waschung mit das beste Piece her. Leider kein Single Stitched. Ist auch ein Sun Faded Blank. So ein T-Shirt, auch Größe M. Auch von der Waschung crazy. Habe ich auch oft getragen. Von der Waschung sehr nice. Und macht das Outfit nochmal einfach ein Stück cleaner. Und das waren die letzten Pieces, Freunde. Ihr habt es gesehen. Ein Haufen Klamotten am Start auf jeden Fall. Schlag gerne zu, würde mich natürlich sehr freuen. Und wenn da die Resonanz da ist, beziehungsweise das Feedback so, dann könnte ich sowas ja natürlich öfter bringen. Ich hoffe doch mal, dass da ein paar Leute fündig werden bei den Pieces. Wie gesagt, letztes Mal Supersoft Archive folgen, die Bilder liken, gerne kommentieren, einfach mal abchecken. Muss euch ja natürlich nicht gefallen, beziehungsweise müsst ihr ja nicht kaufen. Würde mich über euren Support freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns über die Tage verteilt mehrmals auf Supersoft Archive. Und dann halt am Sonntag um 18 Uhr zum Drop natürlich mit den Pieces, mit euch. Und ja, freue mich auf jeden Fall sehr. Und genau, dann sehen wir uns am Dienstag um 14 Uhr hier mit einem neuen Video auf dem Kanal. Haut rein, Freunde, bleibt gesund. Peace.